Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute werden wir ein etwas anderes Video machen. Nämlich, wir schauen uns das Master Set von Pokémon 151 aus der Karmesin und Purpur-Reihe an. Das wohl gehypteste Set seit langer Zeit. Nach Drachenwandel würde ich sagen und Celebrations vielleicht noch. Deswegen schauen wir genau hin, was kostet dich ein Master Set von 151 im Jahre 2024? Denn das habe ich mich auch gefragt. Außerdem habe ich mich gefragt, was es wert ist. Dazu habe ich mir die Mühe gemacht und habe auf Card Market alle möglichen Preise rausgesucht, die für mich für das Master Set relevant sind. Und am Ende haben wir dann auch einen Gesamtpreis. Ich sage euch, was ihr für jede Kategorie von Karten bezahlen müsst. Und ja, ich würde sagen, in diesem unfassbaren Ordner wartet das Schmuckstück, der ganze Schatz. Ihr werdet verstehen, warum Schatz am Ende des Videos. Und ich würde sagen, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, auch sehr, sehr gerne ein Abo. Das würde mich unterstützen. Und wenn ihr mehr solcher Videos möchtet, sagt mir gerne ebenfalls in den Kommentaren Bescheid. Wir gehen rein und schauen uns die Sammlung an. Das ist das gute Prachtstück, der wunderbare Ordner. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal da rein. Ich muss hier auf der linken Seite, wo man jetzt noch nichts sieht, einmal ganz kurz was auslegen und dann sehen wir uns wieder. Ja, wie man hier sieht, sind hier alle Energy-Karten. Die konnte man leider nicht mehr mit in den Ordner machen, dafür war der zu klein. Ich würde einmal einblenden die Non-Reverse-Variante der Energiekarten und eben die Reverse-Kartenpreise. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gar nicht lange weiter rum, sondern fangen an mit der ersten Seite von 151, dem Master Set. Wir haben hier wunderschöne Artworks der Starter. Wir haben hier Bisasam Reverse immer. Übrigens die normale Karte, dann die Reverse-Karte, also Common, Uncommon, Reverse. Und dann, wenn eben die Entwicklungsreihe mit einer EX endet, dann die EX. Wenn nicht, dann wieder die Holo und dann die Reverse von der Holo. Werdet ihr alles sehen, ich werde darauf natürlich eingehen. Wir haben hier, wie gesagt, die süßen Starter. Hier ist Glumanda, also Glumanda und Glumanda Reverse, Glutexo und so weiter. Und eben hier dann auch schon direkt der erste, ja, die teurere Karte, während hier dieser Floor noch bei so 3 Euro liegt, ist eben Glurak schon bei ab 7 Euro geht es los. Kurze Erklärung, ihr werdet es ja schon gesehen haben, aber ich werde immer die Preise über die Karten legen und hier unten irgendwo, da, Moment, da oder so, werde ich einen Counter machen, so dass man sehen kann, bei welchem Preis wir uns aktuell befinden. Zwischendurch nach den Karten werde ich immer sagen, was so ungefähr die Preise sind, die die Karten jetzt zu dem Stand kosten, wo wir sind. Wichtig ist, ich habe nicht die erstbesten Preise bei Card Market genommen, sondern eben ein bisschen weiter runter gescrollt, dass nicht die Karte, die es heute als 2 Cent Reverse gibt, sonst eben 15 Cent kostet, damit es da nicht irgendwie zu Verwirrung kommt und man sagt, ey, die kostet doch 4 Cent oder 2 Cent die Karte. Das sind Tagespreise. Ich habe einfach geschaut, dass es ein bisschen Sinn macht und wenn man sich es dann eben auch kaufen möchte, das Ganze, dass man dann eben auch, ja, einen realistischen Preis hat. Genau. Hier geht's weiter dann, wie gesagt, Glurak, eine geile Karte, muss man einfach sagen. Shiggy in Reverse und dann eben hier auch endet es dann bei dem Turtok EX mit den Startern. Wir haben hier Raupi und ein wunderbares Metbo. Wer kennt die süße Szene, die traurige Szene, als Ash seinem Smetbo auf Wiedersehen sagt. Und jetzt wollt ihr zwei uns wohl verlassen, stimmt's? Smetbo! Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Taschentücher dabei. Jetzt geht's weiter.
Ich werde darauf jetzt nicht so extrem eingehen. Wichtig sind natürlich euch die Preise, die ich hier einblenden werde. Und eben hier noch die Info. Da ist jetzt zum Beispiel die Holo und hier die Reverse. Man sieht es jetzt nicht perfekt. Ich würde es einfach mal kurz zeigen. Es tut jedes Mal weh, die Karten rauszuholen. Das ist die Reverse-Karte, wie man sieht. Und eben nebendran ist entweder die Uncommon-Karte oder eben die Holo. Und hier ist es Bibor Holo. Vielleicht sieht man es ein bisschen glänzen, ich weiß es nicht. Egal, dafür gehen wir einfach mal auf die nächste Seite. Und wie ihr seht, gibt es die meisten Preise, also die meisten Karten gibt es eigentlich ab 2 Cent. Vor allem die Common Uncommon, da gibt es nur wenige Ausreißer. Bei den Reverse sieht es schon anders aus. Da reden wir zwischen 5 Cent und 1,50 Euro ungefähr pro Reverse-Karte, was echt heftig ist, wie ich finde. Aber naja, auf jeden Fall sind da halt sehr teure Karten dabei, weil es eben auch so ein gehyptes Set ist. Also bis zum heutigen Tag, im Jahr 2024... Ein Reprint wurde für Ende des Jahres zwar angekündigt, aber ja, die Boosterpreise sind extrem, wenn man davon mal was bekommt. Ich hoffe, ihr habt euch alle, wenn dann, was weggelegt. Ich habe eine Premium-Kollektion noch auf Deutsch und ein paar Booster-Bundles zum Glück. Das ist ja eins der begehrtesten Produkte gewesen oder immer noch. Deswegen habe ich davon ein paar weggelegt und ich hoffe jetzt auch mal, dass ich auch mal Glück habe. Wie immer gesagt wird, gibt es ja wohl auch bei Rossmann ab und zu einen Restock von den Minitins. Da hoffe ich natürlich sehr drauf, dass ich da auch mal Glück habe. Naja, weiter mit dem Kartenset. Wir haben hier, wie gesagt, einige Karten. Ich habe viele selber gezogen, muss ich sagen. Ich habe 4 Top-Trainer-Boxen aufgemacht und die die Simsala EX-Box sowie die Zapdox EX-Box. Dann habe ich noch Ultra Premium Kollektion geöffnet. Eine deutsche, eine englische. So muss es ungefähr gewesen sein. Ja, und deswegen habe ich auch vieles selber gezogen. Aber manche hatte ich eben auf Englisch. Werde ich auch mal später drauf eingehen. Und die habe ich dann hier im Ordner gehabt. Vorübergehend als Platzhalter. War keine gute Idee. Es war sehr verwirrend. So empfehle ich keinem. Lieber eine Sleeve falsch rum rein oder so. Dass man einfach weiß, da fehlt was. So, genau. Deswegen, falls ihr eine englische Karte seht, gerne Bescheid sagen. Sollte nicht der Fall sein. Ja, Pikachu, da ist man natürlich auch schon bei einer Karte, die etwas teurer ist. Zumindest in der eben Reverse-Variante. Raichu ist natürlich eine Holo und auch eine Reverse-Karte. Deswegen, ja, ist auch nicht wirklich teuer. Es ist nur immer ein bisschen komplizierter gewesen, fand ich, die Holos als Reverse noch zu haben. Ja, aber wir bewegen uns hier. Ich gucke einfach mal nebenbei zwischendurch in meine Liste auch rein. Also Raichu kostet zum Beispiel 5 Cent als Holo und 40 Cent als Reverse. Ja, und Pikachu ist ebenfalls, ja, 10 Cent als Reverse, was auch ein bisschen mehr ist als der Durchschnitt. Wir haben hier auf jeden Fall wunderschöne Artworks, das muss man sagen. Und ich kenne jedes Pokémon mit Vor- und Nachnamen natürlich. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen schneller machen. Hier wieder übrigens Nidoking als Holo und dann auch wieder als Reverse. Vulnona ist, glaube ich, auch nur so 1 Euro wert, genauso wie Knuddeluff nicht so wirklich viel wert ist. Ist auch 1 Euro, meine ich. Hier ist, glaube ich, eins. Duflor ist sogar gar nicht so viel wert. Also Duflor ist auch nicht so viel wert. Ich habe jetzt gerade geguckt, das ist Giflor, was da auf 40 Cent dann hier kostet in der Reverse, weil es halt eben auch wieder eine Holo ist. Ja, wie gesagt, ihr seht die Preise. Sind schon einige Knacker mit dabei. Hier wunderschöne Artworks mit diesem süßen Enton und dem Enteron. Wäre auch cool gewesen als Illustration Rare, muss ich sagen. Also als Art Rare. Darunter kennt man es ja auch. Hier ist Simsala. Die Promokarten Kadabra, Abra und Simsala EX. Aus der Kollektion habe ich auch extra. Die kommen noch. Hier ist Mashomai Holo und Reverse auch nicht so einfach zu bekommen. Ultrigaria liegt, glaube ich, ein bisschen
drüber über dem normalen Preis. Hier haben wir ein schönes Tentacha und Tentoxa. Das Golem EX. Genau. Weiter geht's auf dieser Seite. Man kennt's ja. Es sind einfach coole Karten dabei. Hier zum Beispiel das Gengar Holo. Und dann auch die Reverse war auch nicht günstig. Genauso wie die Onix Reverse tatsächlich auch gar nicht so günstig war. Hypno und so weiter. Also alle so Einzelkarten, wo es gab es einfach seltener gefühlt. Hier, das war jetzt zum Beispiel eine, die es auch öfters als Reverse gab, obwohl sie als Holo dabei war. Und hier eben Nogga. Und war auch, also Nogga war auch recht teuer, meine ich. Aber das seht ihr ja auch hier. Dieser Seite sind jetzt auch keine besonderen Highlights, wobei jede Karte eigentlich ein Highlight ist. Und es hat so Spaß gemacht, ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Set zu mastern. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war auch teuer auf jeden Fall, aber nicht so teuer, wie es heutzutage ist, bin ich der Meinung. Weiß nicht, was ich genau dafür ausgegeben habe, für dieses ganze Set, aber so viel definitiv nicht, was es jetzt kostet. Ja. Und hier Gyarados Reverse Lapras, einer der wirklich teuren Reverse-Karten. Die holen wir auch mal hier raus, den guten Kollegen. Also, wirklich teuer. 1,50, glaube ich. Genau wie Relaxo ist auch sehr teuer. Und jede Evolution als Reverse kostet 1 Euro oder ab 1 Euro. Und die Holos sogar 10 Cent, habe ich gesehen. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil ich habe die auch in Unmengen gezogen. Ja, hier Kabuto, Kabutops, einfach ikonische Artworks, tolle Pokémon, die man einfach aus seiner Kindheit kennt und die einen immer happy machen. Hier wird's teurer, Dragonier, Mewtwo liegen alle um den 1 Euro, ich glaube der hier bei 50 Cent, Mew liegt bei tatsächlich 5 Euro. Und was mich jetzt wieder sehr gewundert hat, jede Trainerkarte ist relativ teuer. Vor allem als Reverse kosten die mindestens, glaube ich, 30 Cent. Was ich auch recht viel fand. Und das auch gar nicht so in Erinnerung habe, dass die irgendwie teurer waren als andere Karten. So, jetzt wird es langsam interessant, denn wir nähern uns den Illustration Rares. Da haben wir einige Banger dabei, die richtig Geld kosten. Diese wunderschönen Illustration Rares, auch Art Rares genannt. Dieser Sam, dieser Knosp, Glumanda, das sind alles Karten. Ich glaube hier 30, die liegt über 30, auch irgendwie 25 oder so. Hier die auch, die Entwicklung dann so um die 25. Wir haben hier ein Raupi, was glaube ich ja relativ günstig ist, noch im Vergleich zu zum Beispiel auch hier Pikachu mit ab 23 Euro, Nidoking. Und ich habe auch wirklich viele davon selber gezogen. Also ich habe gezogen Bisasam und Bisaknosp, Glutexo und den hier hatte ich zum Beispiel auf Englisch gezogen und dann eben verkauft und auf Deutsch mir eingekauft wieder, damit ich ihn eben wieder auf der richtigen Sprache habe. Die habe ich selber gezogen, Enton auch, Mashok nicht, Phantimos und Ammonitas habe ich auch selber gezogen und weiß nicht, ob ich es gesagt habe, Pikachu und Nidoking eben auch. So, und hier sind noch die wunderschönen Full Arts, die echt reinhauen. Vom Preis muss ich auch sagen, genauso wie die Illustration Rares, also die Ultra Rares, das sind ja wieder die Full Arts, warum auch immer, verschiedene Namen, ja, Ultra Rares halt, laut Pokémon Company, und die sind auch ordentlich teuer, vor allem hier der Kollege, logischerweise, der hat richtig Geld gekostet, bei mir zum Glück noch nicht so arg, aber jetzt geht der, ich glaube, ab 45 Euro los. So, und bevor wir jetzt mit den Special Illustration Rares weitermachen, würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen und einmal einen Cut machen und euch genau sagen, was kosten euch alle Common-Karten mit Energiekarten, was kosten euch alle Reverse-Karten und dann eben noch, was kosten euch alle Illustration Rares und Ultra-Rare-Karten.
Dann fangen wir einfach mal an. Wir haben insgesamt einen Preis von, haltet euch fest, das ist gar nicht viel, 3,01 € für alle Kamen- und Ankamen-Karten plus 1,45 € für die Holos. Also haben wir hier einen Preis von 4,46 € für alle Holos und alle Kamen- und Ankamen-Karten. Und jetzt wird's aber etwas teurer, nämlich die Reverse-Karten liegen. Wenn ich alle zusammen für einen wirklich günstigen Preis und dann auch noch beim gleichen Händler auf Card Market bekomme, was relativ unwahrscheinlich ist, dann liegen die bei 53,50 €. Alle Reverse-Karten, also Energies bis hier Härteband Reverse, alle durch, kosten 53,50 €. Das fand ich schon wirklich heftig. Alle EX-Karten, die hatte ich jetzt eben vergessen zu erwähnen, alle normalen EX-Karten kosten 28,95 €. Wie gesagt, Preise können variieren, werden variieren. Vielleicht ist in einem Jahr das hier alles hinfällig. Vielleicht gab es noch 5 Reprints und jeder hat genug 1,51 €, wobei ich davon nicht ausgehe. Vielleicht ist das Ganze aber auch doppelt so viel wert. Das kann natürlich alles passieren. Ja, und jetzt haltet euch fest, Illustration Rares liegen bei, also wir reden von denen hier jetzt, ne? Von Bisasam bis Dragonier, bei sage und schreibe 292,49 €. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schockiert. Was mich aber auch schockiert hat, weil ich gedacht habe, eigentlich sind die ja günstiger, sind die Full Art gehabt. Klar, ich habe hier den Glurak, der mittlerweile um die 45 € kostet, aber dass wir am Ende bei den Full Art Karten auf einen Betrag von 274 € kommen, mit, wie gesagt, ich möchte es nochmal anmerken, den günstigsten Preisen, das ist schon wirklich crazy. Und deswegen würde ich jetzt auch einfach sagen, wir nehmen das so hin, wir können nichts dran ändern, es ist wunderbar, wenn man sie schon hat. Alle, die es noch kaufen müssen oder ziehen müssen, was relativ unwahrscheinlich ist und wie gesagt abartig teuer wird, viel Glück. Ja. So, und weiter geht es. Wir haben hier unten Bisaflor in der Special Illustration Rare. Eine Karte, die ungefähr 45 € kostet. So, oder auch der Einstiegspreis, normal, sage ich mal, auf Card Market gibt, wie gesagt, manchmal günstigere. Aber ja. So, und jetzt denkt ihr, was ist denn da los? Da habt ihr recht, hier fehlt Glurak EX SAR, der kommt gleich in einer gesonderten Verpackung, sage ich mal, dazu. Übrigens, hier habe ich auch sehr viele gezogen. Den habe ich gekauft und der hat Dellen gehabt. Near Mint Card Market, lasst euch nicht veräppeln. Das ist nicht immer wirklich Near Mint, wie man weiß. Den habe ich selber gezogen. Und Glurak leider nicht. Den habe ich aber für einen Schnapper, würde ich heute sagen, gekauft. Nämlich für, ich glaube, 90 € mit einer Ammonitas oder irgendwas. Irgendwas, was ich nicht selber gezogen habe von den Karten. Ich glaube, es war Tangela. Genau. Habe ich für 90 € gekauft damals. War natürlich ein sehr guter Preis, vor allem wenn man jetzt sieht, dass allein Glurak sich eingependelt hat, würde ich sagen, auf 120 €. Man bekommt ihn in Excellent für 105 bis 110 € mit Dellen und so weiter oder Eindrücker, also so einknicken, das ist natürlich gar nicht geil. Der liegt auch bei so 40, 45, der bei so 35 €. Hier haben wir tatsächlich die zweiteuerste Karte aus dem Set. Mit so ab 47 habe ich gesehen, macht es Sinn quasi, und die zu kaufen. Vorher weiß ich auch nicht, gab es nicht viele Angebote. Dann haben wir die SAR von Erika mit so relativ günstigen 20 € und eben hier Giovanni nochmal auch mit so 10 €, meine ich. Also relativ preislich in Ordnung. Dann haben wir noch die
drei Secret Rare Karten. Da haben wir Mew Gold, also nicht die Metallkarte, sondern eben die normale, den Tausch und die Basisenergie in Gold. Und ja, die sind relativ günstig. Die kriegt man alle zusammen für 19 Euro circa. Ist jetzt nicht die Welt auf jeden Fall. So, dann habe ich jetzt euch auch gleich hier den Preis von denen verraten. Was ist denn mit Glurak los? Ich würde euch erstmal ganz kurz den normalen Preis sagen. Der Preis für alle SRR-Karten liegt aktuell bei 325 Euro. Also ein richtiger Schnapper. Natürlich nicht. Ich würde jetzt einmal kurz hier meinen guten Freund holen. Er ist nämlich mittlerweile in einem PSA-Case gelandet. Ich brauche ihn eigentlich nochmal, auch in vielleicht einem schlechteren Zustand, wäre mir egal für den Ordner. Aber wie man sieht, ist der eine PSA 10. Und ich hatte ja gerade gesagt, ich habe ihn damals für 90 Euro gekauft mit einer anderen Karte, also sagen wir eigentlich 80 Euro. Und er ist eine PSA 10 geworden und liegt damit jetzt aktuell über 400 Euro. Das ist natürlich ein ganz guter Gewinn, würde ich behaupten. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass er eben nicht da drin ist. Ja, jetzt zum letzten Punkt quasi. Das sind nämlich noch die Promokarten. Die würde ich auch einmal kurz hier hinlegen, damit ich die Preise richtig einblenden kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, das sind noch die Promokarten und wenn ihr alle Promokarten kaufen möchtet, hier ist der Preis natürlich auch wieder eingeblendet, dann sind wir bei 10,40 Euro. Also wirklich ein Preis, der ganz in Ordnung ist und wenn man irgendwie ein Promosammler ist von Promokarten, dann ist es auf jeden Fall eine günstige Option an 151 Promokarten ranzukommen. Wurden ja auch genug Produkte geöffnet, sodass da auch wahrscheinlich genügend vorhanden sind. Jetzt haben wir den Gesamtpreis von Pokémon Karmesin und Purpur 151, dem Master Set, einmal zusammen. Und den würde ich jetzt einmal hier direkt nochmal frisch einblenden oder vielleicht noch besser in die Mitte. Denn ja, es sind unfassbare, ohne Promo, 997,40 Euro. Und mit den Promokarten dann 1007,80 Euro. Ich würde sagen, das ist ein Schatz, wie anfangs gesagt im Intro. Ich muss eine Sache dazu sagen. Das sind die rohe Kartenpreise. Das bedeutet, bei jeder Karte, die ihr kauft, müsst ihr bedenken, wenn ihr die nicht irgendwie im Bundle kauft, kommt Versand drauf. Das würde natürlich abartig teuer werden. Deswegen versucht man natürlich auch im Bundle zu kaufen. Ich denke, die Common-Uncommon-Karten könnt ihr locker ohne Probleme bei einem Händler alle zusammen kaufen. Viele Reverse könnt ihr bestimmt auch kaufen. Aber wenn es dann doch hier auf die ganzen Special Illustration Rares, die ihr sicherlich auch mit Schutz kauft, also mit Käuferschutz und so weiter, mit dem Treuhandservice, ja, dann werdet ihr auf einen nochmal deutlich höheren Betrag kommen. Ich würde jetzt sagen, wir setzen pauschal nochmal 50 Euro obendrauf und ich kann jetzt dann abschließend sagen in diesem Video, ein Pokémon 151 Master Set auf Deutsch ist 2024 1057,80 Euro wert. Kurze Info aus dem Schnitt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich dummerweise die Relaxo-Promo aus der Top-Trainer-Box vergessen habe. Das heißt, auf den Gesamtbetrag kommen nochmal 45 Cent obendrauf. Das ist wirklich ordentlich, was ich hier an einem Wert habe und was viele andere natürlich dann auch haben. Die Preise werden sicherlich noch steigen, gerade von so Gluraks und so weiter. Den legen wir hier als Abschlussbild auch mal oben noch auf seine Position. So. Und ja, ich
würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, einen netten Kommentar, vielleicht sogar ein Abonnement, auf jeden Fall einfach ein bisschen Feedback, denn das Video war wirklich aufwendig, alle Preise rauszusuchen und die dann hier einzublenden und so weiter. Das macht mir natürlich alles Spaß, keine Frage. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und ja, wenn ihr weitere so Videos von Mastersets haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, noch mehr so Videos machen zu können. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich sage damit ciao, ciao.